Was zum Teufel? Rusty hatte mich vor den Fallen gewarnt. Es tat höllisch weh. Ich steckte fest. Die Klageandrohungen von Wakes Agent waren Sarah egal. Sie ließ Wake ohne Diskussion gehen, weil er etwas an sich hatte, das sie noch nicht einschätzen konnte. Etwas, das sie an ihren Vater erinnerte. Sie glaubte nicht, dass Wake seiner Frau etwas antat. Dann fiel ihr ein, wie er auf Hartman losgegangen war, wie sein Zorn ohne Vorwarnung hervorbrach. Come on.
Haus. Die Nacht war eine Kette von Katastrophen gewesen. Ich war erschöpft und mein Körper fühlte sich an, als hätte man ihn durchgekaut. Die Taschenlampe wog schwer in meiner Hand und jede Bewegung des Abzugs schickte einen Schock durch meinen Arm. Endlich kam ich aus dem Wald und dachte, es würde besser. Da hörte ich die Kettensäge. Ich hatte den Flugzeugabsturz gehört. Es ergab keinen Sinn. Es war gerade erst hier runtergekommen, aber es war uralt und sicher seit Jahrzehnten nicht mehr geflogen. Der Anblick jagte mir einen Schauer über den Rücken.
Das Holzlager sah schlimm aus. Das Containerbüro war über die Klippe geschoben worden. Deputy Thornton kam aufgeregt aus den Trümmern hervorgekrabbelt und atmete wegen der Anstrengung schwer. »Niemand hier. Komisch. Findest du das nicht auch komisch?« Mulligan schnaubte gelangweilt. »Teufel, hier ist alles komisch, Thornton. Die Frage ist nur, auf welche Weise es das diesmal ist.« Als Barry das Dunkel des Besucherzentrums angreifen sah, verschwanden seine Zweifel. Die Menschen, die Al erschossen haben sollte, waren keine verrückten Einheimischen gewesen. Die Welt war anders, als hätte jemand umgeschaltet. Man glaubt, man sieht eine Sitcom, schaut aber eigentlich eine Horrorshow. Als die Vögel auf die Hütte losgingen, war Barry nicht überrascht, nur entsetzt. Vorsicht vor losen Nesten!
Barry? Die Veranda ist voller Vögel. Es ist wie bei Hitchcock. Halt dich versteckt. Ich bin unterwegs. Öffne nicht die Tür. Bin ich denn verrückt? Versteck dich. Ich bin bald da. Lass auf jeden Fall das Licht an. Ich musste zwar noch Barry bei der Hütte erreichen, aber wenigstens war ich aus dem Wald. Ich musste das Auto aus der Garage holen. Es würde mich schneller zu Barry bringen. Und die Scheinwerfer waren ein erfreulicher Bonus. Der Befehl des FBI-Agenten ließ mich erstarren. Ich wollte mich ergeben. Es ging eh alles den Bach runter. Ich konnte aufgeben, es jemand anderem überlassen. Aber das hier war falsch. Es war Instinkt. Seine Haltung, wie er die Waffe hielt. Er war kein Freund. Unter dem Dröhnen der Schüsse sprang ich durch das Loch im Zaun und stolperte in die Finsternis dahinter. Ich musste den Garagenschlüssel finden.